Alles klar, wollen wir nochmal, Gustavo. Komm ran an den Speck. So, wir haben drei Mana, die Chorgeistertänzerin. Wenn der Aura-Schöpferin ins Spiel kommt, kannst du eine Verzauberungskarte mit einer Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurückbringen. Tafelberg-Zauberin. Okay. Aber er hatte eben auch echt... Ich weiß nicht, ob er gute Karten hatte. Mit Ausweichen, Verbrennen spielt man halt so, ne? Testen wir nochmal, ob wir mit unserem Deck dagegen ankommen. Aber wir haben schon wieder nichts mit Lebensverknüpfung hier. Oh Mann, ey. Das ist ja prickelnd. Da ist er schon wieder, der Frechdachs. Ich glaube, wir müssen hier ein ganz schnelles Damage Race machen. Was warst du nochmal? Aufblitzen. Okay. So, spielen wir erstmal die Olle hier. Die Geistertänzerin aus dem Zirkus. Oh. Zeig mir doch mal deine Akrobatikkünste. Elektrolysieren. Nett, nett, nett. Ah, ich mag das Ausweichen und Verbrennen Deck. Auch wenn wir gerade gegen das spielen, aber das ist eigentlich auch voll geil. So, er hat immerhin 3-1. Wir haben momentan noch keine Aura-Karte draußen, dann spielen wir erstmal sie hier. Immerhin haben wir genug Kreaturen. Das geht dann schon mal. Die immer ändernde Weide kommt jetzt raus. Und die Dragonauten. Na, Dragis? Wie geht's euch so? Stützt euch wieder vom Himmel? Okay, idyllischer Lehrmeister. Durchsuche deine Bibliothek nach einer Verzauberungskarte. Zeige sie offen vor und nimm sie auf deine Hand. Mische danach deine Bibliothek. Ist natürlich ganz gut. Aura-Schöpfer. Alles klar, ich glaube, wir müssen jetzt erstmal... Ah, wir spielen erstmal Imsen hier, ne? Auf jeden Fall. Möchtest du eine Karte ziehen? Ja, na klar möchten wir das. So. Ah, wir machen momentan nur einen Damage, das lohnt sich leider nicht, deswegen deffen wir lieber. Aber wir müssen aufpassen, wir sind gleich schon wieder tot. Wenn wir keine richtig coolen Sachen hier finden. Wir brauchen auf jeden Fall die Unzerstörbarkeit und Lebensverknüpfung. Das ist das einzig Wichtige, was wir brauchen. Und er spielt jetzt ja mit Sicherheit einen... Naja, er cancelt anscheinend. Anscheinend will er canceln. Okay. Müssen wir erstmal eine Schote spielen. Du kostest 3, ne? Okay, dann spielen wir erstmal eine Schote. Das heißt, wir spielen den Säbel des 6. Rudels. Okay, er will canceln. Alles klar. Den wird er aber nicht canceln. Nö, wird er nicht. Okay, dann spielen wir jetzt den Himmelsjäger-Plänker. Plänkler, den wird er canceln. Zurückverweisen. Von mir aus gerne. Okay, ne, wir greifen jetzt da nicht an. Wir müssen gleich versuchen, den idyllischen Lehrmeister zu spielen und uns eine richtig geile Aura zu holen. Wenn ich wüsste, welche. Miley, Alter, er zieht aber auch den Meiler-Unhold hier und so. Krass, ne? Alter, und die Dragonauten schon wieder. Alter, da
Das geht so ab, was er da spielt, wenn du so viele Kreaturen mit dem Deck draußen hast. Das ist echt krass. Okay, immerhin kann er jetzt diese Runde nicht spielen. Das heißt, wir spielen jetzt erstmal den Lehrmeister. Okay. 2-2 Flugfähigkeit. Flugfähigkeit, die haben wir ja schon. Pacifissimus. Alle Kreaturen, die haben Doppelschlag und Lebensverknüpfung. Boah, ist so teuer. Sorry, 3-3. Ey, Kampfschaden zufügt. Schutz vor Kreaturen, also Unzerstörbarkeit. Die könnten wir nehmen, die Geistermantel. Und Lebensverknüpfung. Oh. Okay, Kreaturen hat Schutz vor Kreaturen. Schutz vor Kreaturen. Schutz vor Kreaturen. Hat das zu lange gedauert? Oh Mann, ey. Jetzt haben wir uns gar nichts ausgesucht, oder was? Hallo? Oh, kacke, ey. Wir sind schon wieder tot. Nein, wir sind schon wieder tot. Ich greife jetzt einfach an. Er hat uns sowas von platt gemacht. Du suchst deine Bibliothek nach einer... Wieso hat die Alte das eigentlich gerade nicht geretzt? Ist das keine Aura? Anscheinend ist es keine Aura. Egal. Ja, das Game ist ja sehr gut verlaufen hier. Ist ja wieder ein Traum, ne? Ist ja... Oh Mann, ey. So, scheiße. Ach, dieses Deck ist aber auch echt nicht so geil, sorry. Ist zwar ganz witzig, aber effektiv ist das nicht. Effektiv ist was anderes. Neu binden. Bringe alle Aura-Karten aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Okay, wir haben nicht so viele Aura-Karten auf unserem Friedhof. So, du hier von mir aus. Er wird jetzt natürlich gecancelt. Ach so, die Wellhornschnecke. Jo, ey, er spielt hier die Wellhornschnecke, die so krass geil ist, ne? Und wir spielen hier so 1-1er-Kreaturen. Das ist ja zum verrückt werden. Ja, komm. Ey. Schotendeck. Spielen wir nicht mehr. Da werde ich bockig. Da werde ich bockig. Die erinnernde Mauer. Kann er sich ja noch jetzt auch noch einen Cast und Friedhof wiederholen. Ich glaube, er hat noch gar keinen Cast gespielt, oder? Ach, doch. Cancel, stimmt. Mann, Mann, Mann. 2x2 macht 4, 7x7, 2 macht 9. Hey, Pippi Langstrumpf, tralli, tralala, tralala, ob's das sei. Hey, Pippi Langstrumpf. Das ist die schlechteste Folge, die ich jemals aufgenommen habe hier. Es ist die schlechteste Folge überhaupt. So, ja, es ist alles so schlecht hier, komm. Ja, jetzt kann sie der nochmal oder was? Ja, genau. Oh Mann, ey. Komm, wir spielen hier gleich mal ein richtiges Deck, das kotzt mich an, ey. Möbis. Möbis. Kennt ihr noch Möbis? Was haben immer die kleinen Typis gesagt, die bei Age of Empires, nein. Bei Age of Empires. Wenn du die gebaut hast, nein, ich möchte jetzt keine Karte ziehen. Ich bin jetzt bockig. Die immer aus dem Hauptgebäude rauskamen. Ich weiß gar nicht, von welcher Kultur die waren, aber die haben immer gesagt, Möbis, Möbis. Und das hat sich bis heute wirklich in unserem Sprachgebrauch hier gehalten. Zwischen Marc und mir zum Beispiel. Ich sage auch immer ganz gerne Möbis. Und der auch. Oh Mann, er zieht dir noch Karten, Alter, ja. Wir wissen, dass du uns völlig platt gemacht hast. Du musst es jetzt nicht noch beweisen. Aber es sei ihm gegönnt. Es sei ihm gegönnt. Oh, gleich spielen wir hier mal ein richtiges Deck gegen Gustavo Buslik. Können sie ja nicht so platt machen lassen. Schotendecks hier. Bin ich bäckrig. Wir wurden mal wieder besiegt. Der arme Meister Olsen. Ich muss hier erstmal ein anderes Deck nehmen. So, wir spielen jetzt den Gedankenlabyrinth, haben wir voll.
Was spielen wir denn hier? Rebasuri-Schwarm ist auch nicht so geil. Sonst haben wir ja gar nichts, ne? Wächter des Lichts, Feuerwalze, Masken, Nelimir, Walze ins Ruhm. Ach komm, wir spielen jetzt einfach nochmal das Gedanken der Brüder. Das kann ich mir hier nicht bieten lassen. Obwohl wir da schon alle Karten haben, aber egal. Also ist mir jetzt völlig egal. Da kenne ich nichts. So, Traumbild, Kanzel, Traum. Fürst des Unrealen haben wir. Den +1/+1 Buffer und fluchsicher. Der Traum ist nicht zu Ende, bevor ich das sage. Wenn er das sagt, so, wir spielen erstmal einen Mana. Wir haben schon das Traumbild. Du kannst das Traumbild als Kopie einer beliebigen Kreatur ins Spiel kommen lassen. Außer, dass es zusätzlich zu seinen anderen Typen auch eine Illusion ist. Und wenn diese Kreatur dann... Ja, ich lese ich nicht vor, ich kann nicht lesen. Abbrechen. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Guck mal, das ist eine Karte, die einfach ist, ne? Bei den anderen, da kriege ich den Zungenbrecher. So, wir spielen jetzt erstmal den Fürst des Unrealen. Das ist immer echt cool mit dem Traumbild, wenn du den damit verbindest. Weil dann kannst du den kopieren und dann hat er halt die Fähigkeit, alle Illusionen sind fluchsicher. Das heißt, er macht sich selber fluchsicher, weil er dann eine Illusion ist. Momentan ist er noch ein Mensch. Aber das ist eine coole Fähigkeit. So, und er spielt schon wieder Ausweichen und Verbrennen. Schön. So, ich spiele erstmal das Traumbild. Nö. Wir möchten unseren hier bitte spielen. So, wir greifen jetzt an natürlich. Und machen 2 Schaden. Schaden. Es ist wirklich Schaden. So, Gustavo, du altes Backpfeifengesicht. Komm mir nicht zu nahe. Oder meine Illusionen beißen dir den Schniddelwutz ab. Ich will den Traumdrachen haben. Gib mir den Traumdrachen gleich. Aber ich habe heute schon wieder schöne Serien geguckt. Ich habe heute wirklich einen schönen Mix gehabt in meinen Serien. Oh, wir können die nochmal kopieren. Wir können die nochmal kopieren. Krass. Also, den wird er mir jetzt canceln, ne? Okay. Gedächtnislücke, was macht die? Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Wird der Zauberspruch auf diese Weise neutralisiert, lege ihn oben auf die Bibliothek ihres Besitzers. Okay. Aber wir greifen jetzt nicht an. Dass er da auch wieder frech am Kanzeln ist, ne? Ich kanzel hier auch gleich, Kollege. Ich glaube, anscheinend hat er keinen Mana. Das ist ja schon mal was, doch er hat Mana. Das war nur mein Wunschdenken hier. Zwingende Nachforschung. Ich kann da gar nicht canceln. Aber immerhin kann er diese Runde jetzt auch nicht canceln. Schön. So, wir spielen jetzt das Traumbild. Und kopieren uns nochmal unseren Typi. Na klar. So, das geht doch jetzt schon mal ganz gut, ne? So, wir machen volle Attacke. Volle Attacke. In der nächsten Runde, können wir jetzt noch canceln, wenn er jetzt nächste Runde was spielt. Das ist schön. Und dann holen wir uns erstmal die Weissagung und ziehen uns erstmal ein paar Karten. Also, wir können sie jetzt noch die Weissagung machen. Das ist natürlich auch schön, dann machen wir das doch jetzt. Können wir zwar nächste Runde nicht canceln, aber das wollen wir irgendwie gerade eh nicht. Das Turbulenzelementar. Ah, ist keine Illusion, das heißt, das kann er wegbrutzeln. Schade. Jetzt wird er uns auch sofort wegbrutzeln, wenn wir das spielen. Aber egal. Momentan sieht es noch ganz gut aus, es sei denn, er spielt jetzt gleich ein Erdbeben oder sowas. Den Miley nochmal.
Miley. Du alte Kanaille. Er hat 5 Karten. Okay, wollen wir das... Er kann mal momentan nicht Karten sein. Dann spielen wir jetzt einfach mal das Turbulenzelementar. Und wir greifen jetzt mit den beiden Typis an. Das heißt, er muss jetzt ja schon fast blocken. Tut er auch. Okay. Sternensturm. Der Sternensturm fügt allen Kreaturen x Schadenspunkte zu. Ach so, nö. Frech. Okay, das war frech. Immerhin haben wir noch einen. Aber ja, das ist natürlich jetzt nicht so nett von ihm gewesen, ne? Das finde ich jetzt, werde ich hier auch gleich wieder bockig. So, er spielt die komischen Geomann-Typis. Können wir ihn gleich übernehmen. Machen wir doch gerne. Okay, illusorischer Engel. Den können wir jetzt ja gerade irgendwie nicht spielen. Okay, komm her. Her damit. So, und wir greifen jetzt an. Natürlich. Natürlich greifen wir jetzt an. Heißt, steht ja nicht drauf, wie lange wir die behalten? Solange der im Spiel ist? Ach, solange du den Turbulenzinventar kontrollierst. Okay. Und wir können jetzt immerhin abbrechen. Abbrechen. Ist doch schön. Machen wir jetzt natürlich auch. Wir canceln ihm jetzt. Die Dragonauten darf er behalten. Die wollen wir eben nicht wegcanceln. Die darf er wirklich behalten. So, ach, wieso? Ach, übernehmen wir ihm ja alles. Schön ist das, schön ist das. Wirklich schön. So, jetzt greifen wir wieder an. So muss das hier doch mal laufen. Nicht so wie in der letzten Runde, ne? Jetzt guckst du, jetzt guckst du, Kollege, ne? Jetzt guckst du. Agro-Ulsen bin ich heute. Mit Agro-Ulsen im Let's Play. Was geht? Ich hab eine Karte freigeschaltet. Ich dachte, ich habe alle davon. Ja, keine Ahnung. Ist mir alles zu fertig hier. Phantomkrieger. Klaustrophobie und Verhammelung. Nehmen wir. Obwohl Ärzte natürlich gut wegbritzeln kann, aber ja. Wenn er immer noch Ausweichen und Verbrennen spielt, was er wahrscheinlich tut. Aber diese Verhammelung ist aber auch echt nicht so geil, ne? Aber dafür ist die Klaustrophobie ganz nett. Aber auch nicht gegen das Britzeln-Deck. Er spielt es auf jeden Fall schon wieder. Der unwirkliche Diener. Ist natürlich auch nicht so prickelnd, ne? Wenn wir jetzt nicht unseren Fluchsicher-Typ hier haben, dann lobt das nicht. Dann lübt das nicht. Oh, da ist er schon wieder. Na, Schnuckiputz? Das ist echt ein Schnuckiputz. Und da ist er ja, da ist er ja, da ist er ja. So, spielen wir zuerst den. Oder erst den Phantomkrieger. Oder erst die Klaustrophobie. Nö. Oder doch. Oder doch. Und den. Okay, wir spielen den. Der hat ja gar nicht diese Fähigkeit, dass die negative Illusionsfähigkeit, wie er hat hier, wenn der unwirkliche Diener das Ziel eines Zauberspruchs oder einer Fähigkeit wird, opfere ihn. Das haben wir die meisten Illusionen. Da kommen die Dragos schon wieder. Na, die Dragonautis. Die alten Schlingel. So, wir ziehen immerhin gut Mana. Das geht dann ja schon mal. So, spielen wir jetzt den Fürst des Unrealen zuerst. Ne, komm, wir spielen erst den unwirklichen Diener. Den Fürst des Unreal sparen wir uns ein bisschen auf. Das ist dann ganz gut.
Boah, jetzt rüpse ich auch noch im Let's Play rum, ne? Ist ja ekelhaft. Ekelhaft, Hosen. Agro und ekelhaft, Hosen. Mann, was geht? Junge, Alter, jetzt mach doch mal deine Hauptphase hier fertig, du Spaß. Dann zieh ich dir meine Kette durch deine Fresse. Bandfeuer, ne? Machst jetzt mit einem Bandfeuer auf meinen Typi da oder was? Gustavo. Hast du nicht mehr einen Latten am Zaun? Oh. Was nervig. Das macht ja auch so noch Schaden. Schaden. Ich finde das auch sehr schade, was er da macht. Ich hätte gerne einen Kartenzieher. Gib mir einen Kartenzieher. Okay, den Kollegen. Der ist zwar nicht schlecht, aber auch nicht besonders geil. Okay, wir könnten den Fürst des Unrealen spielen, aber irgendwie lohnt sich das gerade nicht. Ich denke, wir spielen erstmal die Klaustrophobie. Wir spielen erstmal den Wächter. Und jetzt den Klaustrophobischen hier auf die Dragos. Den wir da canceln? Gedächtnislücke? Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl. Okay, er kommt wieder auf meinen Friedhof. Na gut. Sei dir erlaubt. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen schneller machen, ne? Bisschen zack, zack. Zack, zack, Gustavo, hast du gehört? Jetzt kriegst du gleich Maul. So, jetzt wird mein 2-2er da noch weggemacht. Ist ja schon wieder... Das ist schon wieder wie unprickelnd. Das mit der Illusion hier, das klappt nicht so ganz. Er macht uns hier einfach zu schnell weg. Das kriegen wir schon wieder 6 Schaden. Haben wir nur noch... Ne, 7 Schaden. Jetzt haben wir nur noch 6. Okay. Spielen wir jetzt nochmal die Klaustrophobische. Der Kanzel uns die wieder zurückweisen. Was nervig. Aber immerhin haben wir die Typis dann weg. Okay, jetzt den Fürst des Unrealen. Jetzt müssen wir natürlich blocken. Blocken, was das Zeug hält. Wir haben leider nicht genug Schaden gemacht. Wieso kriegen wir eigentlich keine großen Karten hier? Wo ist der Traumdrache? Oder der Ureizeller hier? Elektrolysieren. Auf meinen Zauberer, ja. Ich glaube, du spinnst wohl. Aber wenn er jetzt noch einen Cast hat, dann sind wir des Todes. Er hat bestimmt noch einen. So. Stirb. Aber es ist ja ein Traum, was wir hier kriegen, ne? Okay, kann er jetzt schon wieder canceln? Dann spielen wir jetzt erstmal. Spielen wir jetzt die Klaustrophobie, ja, komm. So langsam müsste er ja keine Cancels mehr haben, ey. Wir haben natürlich auch nur noch 3 Leben. Was das Leben hier nicht einfacher macht. Wirklich nicht. Wenn er jetzt einfach nur einen Brutzelcast auf der Hand hat, sind wir auch schon tot. Ach, da kommen die Kollegas kommen. Hallo, Kollegas. Ich bräuchte jetzt mal was Schönes hier. Turbulenzelementar ist natürlich cool. Kann ich aber gerade nicht spielen. Ich muss seine 4-4er da wegmachen. Also wegmachen. Verhammeln muss ich die in der nächsten Runde. Bannfeuer. So, ich muss die jetzt erstmal ganz schnell verhammeln. Wenn er das nicht cancelt. Aber Bannfeuer macht uns jetzt sowieso tot, deswegen. Deswegen macht das gar nichts. Sei denn, er glaubt, wir haben noch einen Kanzel auf der Hand.
Mann, die letzte Runde lief so gut, aber jetzt kommt das Bannfeuer. Und wir haben keinen Kanzel. Es ist ja schon wieder verprickelnd hier. Ich kriege hier echt einen Prickler. Oh, dieses Ausweichen und Verbrenndeck ist aber auch so geil. So geil. Und ich bin hier so aggro. Aggro. Wie mit los, du hast dich völlig aus. Und ich will nicht mehr gegen dich spielen. Du darfst mich mit deinem Ausweichen und Verbrenndeck.